Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute haben wir was ganz, ganz, ganz Besonderes vor. Besser gesagt, wir fahren heute was ganz Besonderes. Ihr habt es am Thumbnail schon gesehen, vielleicht steht es auch im Titel. Wir fahren den Ferrari F40. Viele von euch haben auch schon in der vergangenen Folge gesagt, als ich den Huracan gekauft habe, oh, da gibt es ja einen F40, kauf hier den. Ja, es ist soweit, wir holen uns den, wir werden mit dem heute unterwegs sein und ja, ich weiß, ich habe auch in der gestrigen, in der letzten Folge gesagt, wir machen ein bisschen Progress weiter, ja, wir wollen ein bisschen Offroad fahren oder Freestyle, aber ich habe mir gedacht, Leute, heute ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, also beginnen wir das doch einfach mal mit dem richtigen Knall, am besten mit dem Turbo-Knall, denn der F40 war ja ein V8 Biturbo geladener Ferrari und er war auch ganz, ganz lange Zeit der letzte Turbo geladene Ferrari, das muss man auch sagen an dieser Stelle. Erst wieder mit dem California T und dann natürlich mit dem 488 GTB kamen die Turbo-Ferraris zurück und dazwischen lag eine gewisse Spanne, denn der F40 ist in der Mitte der 80er Jahre auf den Markt gekommen. So, jetzt holen wir uns das Ding, aber... Hä? Hä? Im Besitz? Im Besitz? Hä? Ja, kleiner Flunker. Es ist irgendwie traurig. Ich habe die Folge schon mal aufgenommen. Eigentlich direkt hier vor. Und dann ist mir aufgefallen, hups, OBS hat den Spielton nicht aufgenommen. Und ja, eine Folge, gerade beim F40 ohne Spielton, ist nicht so geil. Ich glaube, es wäre eine coole Folge gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, kann man jetzt leider nichts machen. Es ist, wie es ist. Jetzt haben wir ihn halt einfach schon gekauft und ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber deswegen, ja, muss die Folge deswegen nicht schlechter werden, glaube ich. Aber ich traue trotzdem ein bisschen dieser Folge hinterher, muss ich sagen, weil die war schon echt gut. Und ich glaube, es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss mal kurz eine Trauerminute machen und ein bisschen heulen. Also, sorry, bin mal kurz eine Minute weg. Yo, ich würde sagen, okay, es waren jetzt 2 Minuten, aber ich habe dann, glaube ich, doch noch ein bisschen länger gebraucht, um einfach diese Trauer zu überwinden. Ich hoffe, euch war nicht langweilig, ja. Ja, kleiner Spaß am Rande. Ich dachte, den Ton jetzt, da ich endlich einen Ton habe, da jetzt hier ein Ausschlag kommt, ja, in OBS, müssen wir das auch gebührend direkt feiern am Anfang. Ja, wir gehen ganz kurz mal ins HQ oder in unser Home. Ja, und zwar, ja, das, was wir direkt haben hier in L.A., dank dem Season Pass haben wir ja noch einen
zweites Zuhause. Man kann es ja, glaube ich, nicht oft genug betonen, weil die Frage doch immer wieder auftaucht. Und ich möchte natürlich euch zeigen, was kann man denn alles optisch am Fahrzeug verändern. Und ich muss aber auch gleich schon mal sagen, ich werde nichts verändern heute. Denn ich finde den F40, das ist einfach ein Sportwagen. Das ist der Sportwagen einfach. Und ja, ich möchte optisch nichts verändern. Obwohl ich sagen muss, ohne das jetzt groß spoilern zu wollen, die Anbauteile oder die Teile sind schon sehr cool, weil die einfach so ein bisschen mehr Motorsport-Feeling haben. Also hier haben wir einmal jetzt hier mit so einer Rathausentlüftung und die Nebelscheinwerfer sind so mit der Carbonabdeckung, gibt es hier einmal. Dann gibt es eben das Ganze mit so einer kleinen Lippe hier unten. Dann, ja genau, geschlossen. Also statt hier, das ist ja eben das normal die Nebel, der Blinker und der Nebelscheinwerfer. Und eben hier ist eben geschlossen, was auch cool ausschaut. Dann das nochmal. Dann haben wir hier das einmal ja mit einer krasseren Rathausentlüftung. Und eben jetzt mit einem krasseren Splitter vorne. Also das geht immer so ein bisschen durch. Und eben nochmal krasserer Splitter. Und dann geht es jetzt gleich Richtung richtig Motorsport hier. Wohl, man muss ja sagen, wir haben ja den F40-Kompetitioner, also die Rennversion des F40, haben wir hier auch im Spiel. Natürlich dann in der Pro Racing, beziehungsweise in der Touring-Klasse ist der dann. Den werden wir uns vielleicht sicherlich auch mal irgendwann gönnen. Aber man kann auch eben hier in der Street Racing-Klasse so ein bisschen Rennwagen aufbauen. Also das ist alles hier möglich. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, hey, sollen wir mal eine extra Folge machen mit dem F40, wo wir den auch wirklich mal ein bisschen so sozusagen eine F40 Evo-Variante davon machen oder von mir aus eine F40 XX-Variante. Weil, wie gesagt, hier sowas, das hat schon was Böses, oder? So, eben die Scheinwerfer hier die Hauptscheinwerfer nach vorne gezogen, gar nicht mehr mit Klappscheinwerfer. Und dann aber mit dieser krassen Rathausentlüftung, finde ich schon ordentlich. Neben diesen Splitter hier so zum Beispiel, das wird schon übel aussehen oder auch so, also könnte schon was. Ja, dann Felgen gibt es tatsächlich die hier, die normalen. Dann gibt es aber auch noch die beiden Motorsportfelgen. Da lasse ich aber jetzt auch mal die originalen drauf. Bremssattel lassen wir mal. Hinten beim Heckstoßfänger gibt es einmal mit so einem ja, etwas üppigeren Diffusor. Das Ganze dann auch nochmal ein bisschen mehr Richtung Motorsport. Und das ist ja auch nochmal ein bisschen mehr Motorsport, auch mit dem Abschlepphaken hinten. Und dann im Innenraum halt das Übliche, was man machen kann. Aber auch hier würde ich dann ganz gerne erstmal bei der Serie bleiben. Mehr kann man auch nicht ändern. Mehr möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht ändern. Und was wir aber jetzt machen, ist natürlich nochmal ein bisschen an der Performance schrauben. Da können wir natürlich ein bisschen was einbauen. Wir haben hier normalerweise 478 PS, 324 km/h Topspeed. Wir bauen jetzt aber mal ein bisschen was ein. Was haben wir denn Schönes? Hier, guck mal, da ist doch was. Und da haben wir doch hier auch nochmal was. Und wie der Zufall so will, haben wir hier auch nochmal ein paar Teile. Und hier noch. Und da noch. Und da haben wir auch noch eins. Und hey, bei den Reifen haben wir auch ein 280er-Teil mittlerweile. Das heißt, absoluter Vollaufbau. Höchstgeschwindigkeit 364 km/h, 603 PS. Von 0 auf 100 in 2,93 Sekunden. Viertelmeile in 9,8. Das ist schon echt übel. Und ich muss auch sagen, das werdet ihr jetzt auch gleich feststellen. Wir gehen einfach mal direkt raus. Das Fahrzeug ist, wenn man so aufbaut, extrem krass. Also klar, ist jetzt ein Vollaufbau, aber ich finde, das beschleunigt richtig, richtig gut. Und es geht vor allem mega krass um die Ecken. Also das hat richtig krasse Einlenkverhalten. Und deswegen einfach mal die Frage an die Crew-Veteranen. Kann das sein, dass der F40 ein ziemlich, ziemlich gutes Fahrzeug in dieser Klasse ist? Weil, also vom Feeling her, finde ich, der fühlt sich richtig gut an. Also ich habe jetzt nicht in den besten Listen oder so geguckt, aber so allein jetzt vom Gefühl, fährt er sich richtig gut. Also, der muss sich da groß nicht so wahnsinnig von dem Huracan oder so verstecken. Der Huracan im Übrigen mittlerweile auch voll aufgebaut auf 280. Also, der geht schon richtig ordentlich. Und um das jetzt einfach auch gleich mal zu beweisen, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein kleines Rennen jetzt hier direkt. In der Street Racing Klasse. Dann machen wir mal hier so eine Mene Mu und raus bist du. So, dann machen wir mal The Strip Nord. Natürlich auf schwer, ja, wie sich dem Fahrzeug gebührt. Und dann fahren wir das Ganze hier einfach mal. Ja, liebe Grüße gehen auch an dieser Stelle raus, falls er zufällig reingeschaltet hat, beziehungsweise falls er überhaupt noch dabei ist, an den guten Lukas, an den LP05, weil von ihm weiß ich, dass der F40 sein absolutes Traumfahrzeug ist und das kann ich auch absolut verstehen. Und deswegen liebe Grüße an dieser Stelle. Ich denke, er wird seine Finger auch noch an dieses Fahrzeug im Spiel bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt genießen wir erstmal dieses Fahrzeug, ja? Und ich muss sagen, F40, ja, das ist, gehört, glaube ich, bei ganz, ganz vielen zu den All-Time-Favorite-Sportwagen. Weil,
ja, ich meine, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre und dann einfach diese Bauform und alles, das ist schon, das kann schon einiges. Jetzt sollte man noch fahren können und dann wäre super. Ja, schon ein geiles Teil auf jeden Fall. So, da. Komm, komm, komm. Force Grip. Ja, viele haben auch eben halt geschrieben beim Lambo-Video, ja, auch bitte noch den F12 Bellinetta kaufen und jeden noch kaufen, dieses noch kaufen. Ich kann es nur immer wieder betonen, ich versuche wirklich eine gute Abwechslung hier ins Let's Play zu bringen. Ich versuche wirklich, so gut es geht, jede Folge tatsächlich ein neues Fahrzeug zu bringen. Aber ihr müsst halt verstehen, die Fahrzeuge kosten halt auch Geld, also halt Ingame-Geld. Und das Geld, ja, wächst hier nicht auf Bäumen, das muss man sich erstmal verdienen. Und dazu werde ich jetzt auch gleich nochmal was sagen. Und deswegen habt da einfach Geduld, ich versuche wirklich so viel wie möglich mitzunehmen. Es ist auf jeden Fall cool, dass ihr Interesse bekundet, dass ihr sagt, hey, fahr mal dies, fahr mal jenes. Vielleicht bringt es mich auch auf eine Idee zu sagen, hey, okay, cool, ich glaube, das kaufe ich mir jetzt als nächstes. Aber ich würde trotzdem bitten, übertreibt es nicht in den Kommentaren euch mit Autowünsche. Und bitte habt Verständnis dafür, wenn halt das ein oder andere Fahrzeug halt eben nicht jetzt gleich in der nächsten Folge kommt, sondern dass es halt einfach ein bisschen dauert. Und je nachdem auch vielleicht sogar Wochen oder Monate dauern kann, je nachdem. Deswegen, ja, da einfach ein bisschen Verständnis mir gegenüberbringen, das fände ich schon cool von euch. Wie gesagt, ich versuche ja wirklich immer hier was Krasses hinzubiegen, hinzubrechen sozusagen. Wir haben ja erst kürzlich eben den Huracan gekauft, jetzt schon den F40, der auch nicht billig war. Er zählt ja auch zu den teureren Street Racing Cars, das muss man sagen. Klar, die Hypercars sind nochmal eine Ecke für sich, aber trotzdem. Und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen und ich hoffe, ihr habt da auch die Geduld zu sagen, okay, es dauert ein bisschen, bis halt dann das nächste Fahrzeug in dieser oder jener Klasse kommt. Und nochmal zurückzukommen zum Anfang, eben halt im Freestyle und Offroad. Da wollte ich ja, wie gesagt, noch ein bisschen Progress machen, dass ich da auch mal auf die 100% komme. Heute werden wir auch ein bisschen Progress machen. Tatsächlich mit dem F40. Und zwar gibt es ja noch diese ganze Geschichte mit, ja, diese Test-Events, ne? Also quasi Radarfalle und solche Geschichten. Dabei noch ein paar, die offen sind. Also von dem her können wir damit ja auch ein bisschen mit dem F40 das probieren. Und vielleicht ist es auch eine größere Challenge, so eine Radarfalle, wie eben mit dem Traxxer. Wobei ich glaube, so groß wird die Challenge nicht sein. Wir haben hier ein voll aufgebautes Fahrzeug. Und wie gesagt, der fühlt sich schon sehr, sehr gut an. So, haben wir das geschafft. Zum Einstieg ein schönes Rennen gemacht. Auch gewonnen. Und wie gesagt, das Ding ist schon, geht schon ordentlich nach vorne. Das muss ich ganz klar so sagen. So, wir haben noch ein paar neue Teile. Nehme ich natürlich gerne mit. Und wir sind zurück. Sehr schön. Mal gucken wir doch mal. 280er Teile behalte ich erstmal. Der Rest wird verschrottet. Beziehungsweise die grünen 280er Teile. Bis auf die Reifen, da habe ich noch nicht so viel 280er. Verschrotte ich auch mittlerweile. Ja, man muss ja die Standards anheben, habe ich gehört. So, Aktivitäten, wie gesagt, machen wir mal, upsala, machen wir mal ein bisschen hier diese Tests und gehen wir einfach mal da irgendwo weiter nach hinten. Da haben wir, es sind so viele, die wir da noch machen müssen. Ja, dann machen wir hier Radarfalle einfach mal. Salzwüste, 240 km/h, das klingt doch geil. Gehen wir mal auf zur Salzwüste, wobei wir nicht auf der Salzwüste diese Geschwindigkeitsjagd machen. Schade. Hätte ich cool gefunden. Aber jetzt gucken wir mal. Also, Feuer frei. Ich nutze auch die vorgegebene, ja, den vorgegebenen Spawning-Punkt, sage ich jetzt mal. Damit da auch ein bisschen eine Challenge ist. Also nicht mehr Anlauf nehmen, sondern wirklich da, wo die mich hinporten, da machen wir das. Und das hat auch schon mal ganz gut geklappt. War ein bisschen knapp, aber wie gesagt, ist ja noch ein bisschen eine Challenge jetzt. Im Trackstar ist es ja im Prinzip kein Problem. Weil auch viele geschrieben haben, dass viele das auch mit den Hypercars machen und damit auch krasse Geschwindigkeiten zustande kommen. Ich denke mal, dass da aber auch zum Teil dann mit Windschatten und sowas getrickst wird, weil da hat auch jemand geschrieben, dass die zum Teil mit 700 km/h und so. Ich meine, wir können ja mal gucken. Radarfalle, Bestenliste, alle und dann beste Spieler. 516 km/h mit einer, ja gut, Corvette Stingray, das ist aber dann Trackstar, ja. Also sie machen doch einige mit Trackstar. Ja, ich denke, Trackstar macht am meisten Sinn. Da kommen wir am einfachsten auf über 500 km/h. Ja, wir gehen trotzdem mal hin. White Mountains Radarfalle. Gucken wir doch mal. Okay. Bisschen kürzerer Anlauf. Guck mal. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir erschaffen müssen. Ich denke mal so 180 oder sowas wahrscheinlich. 200, aber gut, haben wir. Haben wir geschafft. Sehr schön. Upsala. Sehr gut.
Ja, und immer wieder kommt natürlich auch die Frage, hey, wie macht man denn am besten Credits? Und weil das Thema gerade aktuell ist, ich muss ja auch Credits farmen, um mir das ein oder andere teurere Fahrzeug leisten zu können. Ich würde euch einfach den Tipp geben, Rennen zu fahren. Möglichst Rennen, die etwas kürzer sind. Ja, natürlich auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel in der Closed Beta hat man eben gerne das Trip Süd gemacht, weil ihr seht, man kriegt fast 20.000 Bucks. Das Rennen geht, also der Weltrekord hat nur eine Minute 27 gebraucht. Im Schnitt braucht man da so mit einem voll aufgebauten Fahrzeug so 1,40, 1,50. Das war in der Beta so. Mittlerweile im Hauptspiel gibt es nochmal ein Rennen, was sich noch besser anbietet. Und zwar der Unfall tatsächlich. Das ist allerdings in zwei Parts aufgeteilt. Da kann ich euch dann gleich später im Anschluss nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Aber so als kleiner Tipp schon mal, nutzt der Unfall zum Geldfarmen. Glaubt mir, ihr macht da in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr viel Credits bzw. Bugs. Das einfach als Hinweis, weil ich auch immer wieder gefragt werde, wie macht man am einfachsten. Aber generell einfach Rennen fahren, einer nach dem anderen, am besten etwas kürzere Rennen und dann geht es eigentlich ganz gut vonstatten. So, wir wollen aber hier ein bisschen Progress machen und dort Wagon machen, weil jetzt, ups, ne, hier sind wir, machen wir Tests. Dann gucken wir mal, ob wir eine Flucht mal vielleicht machen können. Gibt es da nochmal Flucht? Hier ist eine Flucht, ja, die haben wir schon, die haben wir auch schon. Ja, eine Flucht habe ich halt in der letzten Folge gemacht, die war auf dem Pike's Peak. Genau, die hier, die machen wir jetzt gerade nochmal, würde ich sagen, weil es wurde auch sich schon mehrfach gewünscht, dass wir mal zum Pike's Peak gehen und jetzt sind wir hier auf dem Pike's Peak und der ist leider, finde ich, nicht so besonders, muss man wirklich sagen, also wir können ja auch ganz kurz, bevor wir hier fahren, ja, mal kurz auf die Map gehen und da sieht man das eigentlich schon so von den Straßen, das sind die Straßen hier, also so mega besonders ist es nicht, wir können gerne mal den Pike's Peak machen, wir fahren den jetzt erstmal runter und dann fahren wir ihn hoch, oder? Machen wir das so? So, auch cool. Das habe ich noch in der Folge, die jetzt nicht erschienen ist, gar nicht gemacht. Ich bin nur diese Radarfalle gefahren und dann war ich total glücklich, dass ich es geschafft habe, weil ich es ganz knapp geschafft habe, ne, und so weiter. Bis Bescheid. Aber das können wir jetzt gerne machen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Die Schwierigkeit ist jetzt halt hier ein bisschen, oder das Problem ist hier jetzt ein bisschen, dass wir hier so ein bisschen hin und her fahren und hier erstmal ein bisschen zurückfahren müssen. Die Aufgabe haben wir erfüllt. Aber wir wollen natürlich einen besseren Rekord schaffen. Vielleicht hätte ich da einfach abkürzen müssen. Also gar nicht den offiziellen Weg fahren, sondern einfach da runterspringen. Das wäre wahrscheinlich ohne Probleme gegangen. Ich probiere es trotzdem mal hier. Ich glaube, auch diese Fluchtgeschichte kann man dann auch irgendwie mit Flugzeugen oder so weiter machen. Wurde mir ja mal irgendwie gesagt, aber gut, wenn ich jetzt wechseln könnte. Aber egal, wir probieren das jetzt mal mit dem offiziellen Weg. Problem ist, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder zurückfahren. Deswegen, ich versuche jetzt hier einfach mal runter zu springen. Oh mein Gott. Okay, das ist lebensmüde. Da hat es auch den Ton richtig verrafft. Alter, okay. Ja, ich glaube, mehr, das ist mehr, als ich das letzte Mal geschafft habe. Letztes Mal bin ich den Weg tatsächlich zurückgefahren und in diese rote Zone wieder rein. Das war nicht so effektiv. Aber okay. Und jetzt, ja, genau, fahren wir ganz nach unten. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ganz unten ist, ehrlich gesagt. Einfach den Weg weiterfahren, natürlich logisch, aber ja, ich glaube, wir fahren einfach mal den Weg weiter, dann fahren wir mal hier Pike's Peak hoch. Aber ja, wie gesagt, man erkennt es eigentlich schon, also Wiedererkennungswert, würde ich jetzt sagen, ist nicht so krass. So, markieren Kojote, aber ich sehe den jetzt eigentlich wieder mal keinen. Da müssen wir wahrscheinlich gleich das Flashback bzw. den Fotomodus und die Zeit zurückdrehfunktion. Da ist doch sowas, oder? Ist das ein Kojote? Aber das sah eher aus wie so ein Fuchs oder sowas. Ist das ein Kojote? Ist eher ein Fuchs, ne? What does the fox say? Oder so irgendwie. So, fangen wir einfach mal hier an, würde ich sagen. Ja, Wheelspin ist da. Gangwechsel gibt's auch nicht, aber geht's. Oh, wir haben. Jetzt können wir gerade machen. Okay, muss ich unterbrechen. Da hat er gerade gesagt, da ist einer. Wenn der sagt, da ist einer, dann gehen wir da jetzt mal kurz zurück in der Zeit.
Wo ist hier einer? Da. Oder? Ja, guck mal. Sieht aber aus wie ein Fuchs. What does the coyote say? Wupp, 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 wupp. So, jetzt weiter geht's. Wir wollen hier Pikes Peak fahren. Steigende Berg. So, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh. Ja, ich meine, in Ansätzen ist es auf jeden Fall ein Hillclimb hier, das muss man sagen, aber... Ich erkenne jetzt keine Stelle irgendwie wieder, wo ich sagen würde, ja, klar, typischer Pikes Peak, typische Stelle oder so, nehme ich jetzt nicht. Und das Coole ist schon mal, dass sie wirklich so ist, dass man halt hier eben die Bäume hat und dann so langsam aus diesen Bäumen rausfährt und dann ganz oben eben halt keine mehr sind, nur dass man da so ein bisschen die Waldstelle verlässt und dann so eher auf die kahlen Berge hochfährt. Straße soll ich jetzt auch nicht die ganze Zeit fahren. Aber so grün ist der doch eigentlich gar nicht, oder? Ganz oben ist er doch eher so ein bisschen wüstig. Ein bisschen sandig. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass so riesen Satellitenschüsseln so da direkt an der Strecke sind. Aber soll noch jemand sagen, dass der F40 hier nicht den Pikes Peak erklimmen kann? Boah, Vorsicht. So. Ja, so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, das wäre dann in echt die letzte Kurve hier. Und dann ist man hier oben und eben dann so links und dann ist man eigentlich fertig. Das würde jetzt ein bisschen passen, wie es im Echten ist. Aber lass mich hinten rum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da kann man ganz schön tief runterfliegen. Ne? Das ist die Radarfalle, die Flucht. Die machen wir jetzt eigentlich nicht nochmal. Nichts auf Abbrechen. Ja. Aber hier fährt man jetzt einmal im Kreis hier oben. Das ist ja normalerweise nicht so. Ja, aber da sind wir immerhin einmal Pikes Peak gefahren. Ist doch auch was. Ist doch auch was wert. So, jetzt machen wir aber hier nochmal ein bisschen Progress. Ja, wir wollen ja auch schon was ja, tun. Deswegen machen wir mal hier. Upsala, jetzt bin ich glaube zu weit. Was haben wir hier? Radarfahrer St. George. St. George. Auf geht's. Ich habe leider nicht geguckt, wie viel wir erreichen müssen. 200, okay, das schaffen wir. Ja, ich glaube, mit dem voll aufgebauten F40 sollte das kein Thema sein, das zu schaffen. Aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen Progress machen, ne? Ein bisschen nach vorne kommen. Oh, guck mal, ein neues Teil. Aber das Grün, Grün will ich nicht. Ups. Grün kann nix. So. Bleib weg mit I, Grün. So. Dann, was haben wir hier noch? Wir haben hier haben wir nochmal was. Radarfalle Big Land. 210 km/h. Okay. Geil. Mit so Militär. Irgendwas. Und wir beholen den Regera. Den Geist zumindest mal von ihm. Gab es da nicht ein Rennen im ersten Teil bei dem Platz hier? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da irgendeine Veranstaltung gab beim ersten Teil. Oder durch diese zum Teil Flugzeugwracks durchfahren müsste, weil das ist ja wie so ein Flugzeugfriedhof oder was weiß ich, was das nochmal darstellen soll.
Ich würde sagen, jetzt machen wir noch eines von diesen Events. Vielleicht nochmal eine Flucht oder so. Jetzt gucken wir gerade mal, was wir noch nicht hier haben. Das ist nochmal Radarfalle. Flucht, die haben wir schon. Hier haben wir Flucht, die haben wir auch schon. Hier haben wir noch eine. Uptown. So, Uptown Girl. Naja, ich höre auf. Ich kann eh nicht singen. Keine Gesangsstimme. Lassen wir's. So, Flucht. Ui, okay. Das wird lustig. Ja, jetzt, wo fahre ich denn jetzt am besten lang? Am besten hier irgendwo raus. Ich komme hier nicht raus. Oh, scheiße. Das war natürlich ein Satz mit X. Ich glaube, ich starte es nochmal schnell neu. Das war doof. Wir müssen hier irgendwie rausfahren direkt. Genau, hier. Pass auf. Zack. Zack. Und jetzt Vollgas. Ist gerade ein bisschen nebelisch. Nein, Vorsicht. Gas. Okay, halt mich nicht auf. Hier kommt ein F40. Nein, weg da. Du hast hier nicht zu parken, wenn ein F40 kommt. Auf geht's. Okay, das war dumm. Ich stelle mich gerade so dumm an und trotzdem voll mega easy. Also, da könnte man den Mega-Rekord einfach holen, aber... Was soll's. Wir schaffen es, den Balken komplett zu füllen. Das ist meine Aufgabe. Unabhängig, wie blöd ich hier zum Teil fahre. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Die Brücke. Ja, ich glaube, da habe ich die Auffahrt verpasst. Wir hätten nämlich hier über die Brücke müssen und dann hätten wir noch weiterfahren können. Also da, ja, da könnte man locker 2.500, ja, habe ich 2.500, habe ich in meinen 4.500 oder so schaffen. Aber sei es drum, wir haben es geschafft. Der Balken ist gefüllt, alles ist gut. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch progress-technisch. Ich bin schon wieder hier zu früh geguckt. Also progress-technisch machen wir mal... noch ein Foto, eine Fotoaufgabe. Untergrund, was müssen wir hier noch machen? Was haben wir denn hier? Zeige den Chef, okay, den haben wir nicht. Drifte mit einem, ja, das haben wir schon. Das habe ich nämlich in der letzten Folge gemacht, ja. Drifte mit einem beliebigen Street Race Fahrzeug durch das Drachentor in San Francisco. Habe ich erstmal das Drachentor suchen müssen, bis das dann ganz logisch war. Drachentor ist ein Chinatown in San Francisco und dann habe ich es eigentlich auch gleich gefunden. Aber das ist eine Folge, die es nie geben wird, leider. Wir machen mal Skylines vielleicht. Und zwar, da fehlt uns nur noch eins. Und das ist die Queensboro Bridge in New York. Im Nebel. Und ja, wir sind ja gerade im Nebel. Das passt ja eigentlich super. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo die oder welche Brücke das ist. Nebel haben wir gerade. Wir sind gerade in New York. Eigentlich passt es perfekt. Jetzt müssen wir nur wissen, welche Brücke das ist. Ne? Also ich denke mal... Queens ist ja irgendwo hier irgendwo eigentlich Brooklyn. Das Brooklyn, das Queens, dann müsste es die Brücke hier sein, würde ich sagen. Das die Brücke ist hier. Jetzt müssen wir uns ja noch irgendwie hinporten. Porten wir uns mal zu dem. Ich mache erstmal eine Route hier hin. Und naja, das ist natürlich die dümmste Route ever. Ja, egal. Wir haben einen Wegpunkt gesetzt und ich habe eigentlich schon das perfekte Fahrzeug, um da hinzukommen. So. Spider-Man in New York is on the way, würde ich sagen. Nebel haben wir nämlich schon mal erfüllt. Gut, das hätten wir sowieso ändern können im Fotomodus, aber ist bescheuert. Komm, ein bisschen Vollgas. Ein bisschen mehr Tempo hier. Ausstellen. Das Licht ist ewig belastend im Nebel. Weil es mega zurückflasht. So, das muss doch die Brücke sein jetzt hier. Ja, das ist sie. Wunderbar. Gehen wir in den Fotomodus. So, wir machen aber eine andere Tageszeit, würde ich sagen. Komm, also jetzt nehmen wir uns die Zeit, machen wir schön ein Foto. Mal irgendwie so am frühen Morgen oder so. Das schaut doch gut aus. So. Zack. Ah, Foto gemacht. Nebling. Nee, Nebling, genau, Nebling. Oh, der Ray wieder. Und eine Rolle. Okay, das klappt nicht.
Und eine Rolle. Kann man das hochziehen? Nein. Ja, okay, ich lasse es, glaube ich, jetzt lieber. So, jetzt machen wir am Ende noch was, was ich euch versprochen habe. Wir machen noch mal ein Rennen und ich zeige euch jetzt mal, wie man ganz easy peasy mit dem Unfall wirklich gut Geld machen kann. Auf schwer ist es gestellt, wir porten uns schon mal hin. Und zwar, das Rennen ist ja in zwei Parts unterteilt. Also im Let's Play haben wir es ja gesehen, fährt man erst ein Rennen und dann kommt eine Cutscene, dann baut einer einen Unfall, dann muss man ihn in einer gewissen Zeit, in unter 1,30 auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, ins Krankenhaus fahren. Das Ding ist hier, dass das Rennen am Anfang eigentlich total scheißegal ist. Es ist wichtig, dass wir diese Cutscene triggern und die triggern wir, indem wir über diese eine Brücke oder diese Rampe springen. Das heißt, das Rennen kann uns komplett egal sein am Anfang, weil wenn man das Rennen fährt, ist man so mit einem voll aufgebauten Auto, ist man schon so, ja, ich sag mal, 35 bis über 40 Sekunden unterwegs und ihr seht, ich habe einfach die Absperrung durchfahren. Ich sage einfach, pff, Alter, soll, fahrt ihr euer Rennen? Ja, ist mir doch scheißegal. Ich fahre jetzt einfach auf dem schnellsten Weg, hier ganz schnell durch diese Lagerhalle und eben zum Sprung. Und dann, wenn man jetzt mal auf die Zeit achtet, ja, ich habe jetzt hier mit dem R40 ungefähr knapp über 20 Sekunden gebraucht. Dann kommt die Cutscene, die kann man überspringen. Ja, zack, lack, weg mit. Und dann kommen eben diese 1,30. Das ist ein bisschen schwieriger, weil man darf halt echt keinen Unfall bauen, sonst wird es selbst auch mit einem voll aufgebauten Auto schwierig. Und ich bin das jetzt schon ein paar Mal mit dem Huracan gefahren. Der Huracan ist ja, glaube ich, in der Street Racing Klasse schon eines der besten Vierrad angetriebenen oder überhaupt Vierradfahrzeuge. Motorräder gehen nämlich hier nicht. Die werden vielleicht hier sogar noch mal ein bisschen besser. Gerade weil man hier dem Verkehr ein bisschen ausweichen muss. Und das ist die Schwierigkeit hier. Der Verkehr ist immer ein bisschen anders bei dieser Veranstaltung. Aber in der Regel ist es so, um das einfach schon mal vorwegzunehmen, man braucht ungefähr 20 Sekunden für den ersten Teil, wenn man da abkürzt, also das Rennen gar nicht fährt, sondern direkt zur Cutscene. Und ungefähr so 1,15 bis 1,20 Zeit für das hier bis zum Krankenhaus fahren, wenn alles gut läuft, wenn der Verkehr mitspielt. Und das heißt, in der Summe braucht man unter 2 Minuten für diese ganze Geschichte und macht 28.000 Bucks. Das heißt, ihr macht in kürzerer Zeit ganz schön viel Money. Und das heißt, in unter 10 Minuten habt ihr einfach mal 100.000 gemacht. Und das ist halt schon ordentlich. Und ein kleiner Trick, was ich euch auch nochmal verraten kann, oder ein kleiner Hinweis, ein Trick ist es nicht, aber man kann es, glaube ich, erwähnen, weil das viele, glaube ich, immer vergessen, ist, wenn ihr das Rennen abgeschlossen habt, könnt ihr es direkt neu starten. Ja, also ihr geht jetzt, ich fahre das jetzt fertig. So, da kommt nochmal eine Cutscene, die können wir auch überspringen. Ihr seht, jetzt habe ich auch ungefähr 1,20 gebraucht. Das heißt, ich habe jetzt knapp 1,45 gebraucht. So, und der R40 ist jetzt nicht das perfekteste Auto dafür. Wie gesagt, Huracan ist ja nochmal ein bisschen stärker. Da geht es auf jeden Fall in unter 1,40. So, jetzt könnt ihr hier halten, Neustarten machen. Ja, und wenn ihr das macht, dann geht es direkt wieder an den Start. Dann geht es gleich wieder los mit 3, 2, 1. Ja, und dann irgendjemand schreit, go! So, vielleicht. Und die ganzen Teile, wie die Parts hier, die werden einfach in den Posteingang des HQs geliefert, also des Street Racing HQs. Und eben Credits, Fans, also Follower und so weiter, kriegt ihr trotzdem, ja, auch wenn ihr neu startet, ja, da geht nichts verloren. Und das Problem ist, wenn ihr das nämlich nicht mit dem Neustart macht und ihr jedes Mal müsst ihr dann wieder auf Aktivitäten gehen, wieder hier Street Race, wieder dieses Dingens hier auswählen, der Unfall, Blitzreise dahin, hinfahren, da läuft dieser Countdown, beziehungsweise man muss zum Start fahren. Das sind halt auch, da gehen halt auch locker 20, 25 Sekunden drauf. Wenn ihr einfach Neustarten macht, geht es direkt wieder weiter. Das heißt, ihr habt kaum Verlust, ihr macht halt innerhalb von, ja, 3 Minuten macht ihr fast 60.000 oder 50.000 auf jeden Fall und das ist halt dann, da geht's ruckzuck. Also ich habe in einer halben Stunde machst du locker mega viel Bugs, ja. Aber man muss es halt machen und wie gesagt, das muss ich halt auch machen für die Folgen und so weiter. Aber es ist, glaube ich, der einfachste Weg aktuell, Geld zu verdienen. Wenn ihr noch einen besseren Tipp habt, wie man noch schneller Geld verdienen kann, könnt ihr den mir natürlich gerne geben. Aber das ist so das, wie ich es aktuell tue und das geht eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen, auch ein bisschen Bugs zu machen hier im Spiel. Und ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Vor allem das mit dem R40 hat dir gefallen. Und wie schon anfangs erwähnt, wenn ihr da mal Bock drauf habt, so eine F40 Evo-Tuning-Geschichte mal zu machen, dann schreibt es doch einfach auch in die Kommentare. Ich bin jetzt aber raus. Bis dann. Ciao!